wie ihr seht, gibt es noch andere Autos, die ich sehr gerne fahren würde. Ich glaube, heute bleiben wir leider beim BMW, aber vielleicht gibt es andere Chancen für weitere Videos mit denen. Aber für heute bleiben wir mit dem und fahren gleich auf die Hebebühne, um die Spanngurte zu befestigen und dann bereit zu sein, um reinzufahren für die ganzen Sound- und Performance-Checks. Also jetzt sind wir im, wie es ausschaut, geheimen Soundlabor bei Remus, um alles zur Perfektion zu bringen. Aber um ein bisschen mehr Details rauszubekommen, haben wir wieder den Markus. Servus, grüß dich. Ja. Also wir sind jetzt im Akustiklabor, da gibt es nur ganz, ganz wenige in ganz Europa. Wichtig ist, es ist ganz leise, damit man jede Nuance der Akustik aufnehmen kann und rekorden kann. Hier machen wir unsere akustischen Analysen und wir haben heute wieder ein feines Fahrzeug vorbereitet, den M2, der hat uns schon ein bisschen begleitet. Wir werden den gleich einmal anwerfen und dann werden wir mal schauen, was die Anlage so hergibt. Ich habe jetzt einmal die mit, weil es wird gleich richtig laut. Sagen wollte vorher war eben, dass sie herausgefunden haben mit dem Remo Sport aus für den M2 haben sie 11 PS mehr bekommen, 22 Newtonmeter und 2 Kilogramm leichter bekommen. Und den Sound, den habt ihr eh schon gerade gehört. Jetzt von dem, was wir gerade gesehen und gehört haben, werden wir uns ein bisschen die Daten anschauen, um so herauszufinden, was wirklich stattgefunden hat vor unseren Augen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erklären. Gern. Du hast es ja drinnen gesehen und gehört, Ferdinand. Du siehst hier die Diagramme, du siehst hier einmal die Drehzahlen, die wir über die Zeit, über die Beschleunigung hochgefahren sind. Also einen sehr stark beschleunigten Hochlauf haben wir hier gesehen. Du hast dann bei den anderen Diagrammen, du hast hier die Drehzahlen in den Schritten, die wir gefahren sind. Und dazu siehst du hier diese Linien. Das sind für uns die Motorordnungen. Das sind einfach die Frequenzen, die vom Motor her kommen, die wir natürlich bei den Sportabgasanlagen verstärken wollen oder zum Teil auch wegfiltern wollen, um einfach diesen Sound, diesen sportlich aggressiven, coolen Sound hinzudesignen, damit wir ihn dann an den Mann oder an den Kunden bringen können. Und du siehst hier schön, je höher wir werden mit der Drehzahl, das heißt je mehr die Beschleunigung steigt, desto intensiver werden diese Frequenzen. Und das hilft uns einfach, den Sound, den die Kunden haben wollen, in die Abgasanlage zu bringen sozusagen und dann ist der Kunde draußen den Sound, den er haben will. Datenanalysen sind ein großer Teil von meinem Job. Genauso was ist wichtig für den perfekten Performance auf der Rennstrecke, genauso wie es hier auch für den Sound ist. Also, jetzt ist der Motor und der Auspuff richtig warm gefahren und wir werden jetzt perfekt genau hören, was der wirklich am absoluten Maximum kann. Schauen wir es uns an. Geht!
nicht schlecht. Bitte nicht vergessen, noch einmal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, und ein schönes Kommentar unten zu lassen, was ihr noch sehen wollt und was ihr von diesem Sound gehalten habt. Ciao.